Willkommen zurück bei Let's Play Banjo-Kazooie Xbox Live Arcade Version, die HD Version auf der Xbox 360. Es wird mein Vergnügen sein, die erste Welt zu bewältigen, wo es gleich viel zu erklären gibt. Doch, drei neue Moves könnt ihr in dieser Welt lernen. Finden, haltet auch schon noch meine Hügel. Den Jinjo gibt's, den... Ach, die erklären sich ja alle selber. Das läuft super, ihr habt mich gerettet. Conchilda hat in jeder Welt 5 von uns für eingesperrt. Verdammt, ich habe keine eigene Stimme für den armen Tropf. Na, was soll's. Und ja, wenn wir 5 Jinjos gefunden haben, gibt's ein Puzzleteil. Ganz simpel. Und in jeder Welt gibt es 5 Stück. Auf die Noten gibt's 100 davon. Ich bin eine von 100 Noten in jeder Welt. Sammelt uns ein, um die Notentüren in Conchildas Reich zu öffnen. Ich kann jetzt ja nicht lesen, ich kenne die Texte ja eh auswendig. So ist das. Wollen wir also diese erste simple und relativ kleine Welt anpacken. Eine der größten Änderungen in der Tat finde ich halt die Weitsicht. Ich finde es genial. Wir können jetzt hinten, das war beim Nintendo 64 gar nicht möglich, da war es eine Art Nebel. Wir können jetzt hinten Konga sehen oder auch die Eier, wie sie da rumhüpfen. Das macht einfach einen fabulösen Eindruck. Technisch einfach viel stärker. Wir gehen zur Stonehenge. Da liegt ein Puzzleteil parat für uns. Schnappen wir uns direkt. In jeder Welt sind 10 von uns versteckt. Helfen euch auf dem Weg zur Grotenda. Das war schon an der Grenze meiner stimmlichen Möglichkeit. Oh mein Gott. Wenn ihr diese Welt verlassen wollt, dann kehrt zur Startplatte zurück und stellt euch darauf. Meine Herren. Eier. Wir brauchen Eier. Obwohl ich gerade so gesprochen hatte, als hätte ich keine. Naja, gut. So, ihr könnt lernen, uns als Munition zu benutzen. Und den Schädel. Ich mag wohl Schädel sein. Ohne mich, Mumbo, machen keinen Finger für Zauberkrum. So, es gibt 3 neue Moves in der Welt. Das ist der erste. Der Huckepacklauf ermöglicht es Kazooie, dich zu tragen und selbst Steilhänge zu erklimmen. Das hört sich gut an, Bottles. Wie funktioniert das? Halte den rechten Schalter und drücke den linken Schalter. Halte den rechten oder linken Schalter gedrückt, während Kazooie mit dem linken Stick bewegst. Los, geh üben! Naja, ich muss sagen, die Steuerung habe ich mir damals beim ersten Durchspielen auf der Xbox gar nicht so angehört. Es funktioniert einfach. Also, ich mache einfach instinktiv das, was ich denke, was richtig ist. Man hat sich schon Mühe gegeben, das für Könner der Nintendo 64-Version nahtlos ins Blut übergehen zu lassen. Ich werde mir zuallererst jetzt auch den Move holen, die Pickparade oder Kopfgranate. Ich nenne das Schnabelbombe. Die umbenannt wurde. Springe in die Luft und drücke dann den rechten oder linken Schulter, um Kazooie hart auf den Boden aufschlagen zu lassen. Ah, das gefällt mir aber gar nicht. Gewöhne dich lieber daran, Nesthäkchen. Dies Move werdet ihr oft brauchen. Ja, oder hast recht, um viele Schalter einzudrücken und ja, alles, was dazugehört. Wir gehen auch jetzt kurz in den Termitenbau. Viele sagen, es wären Ameisen. Nein, es sind Termiten. Kurioserweise, man kommt hier nicht höher. Ach so. Ja, wir nehmen halt den Huckepacklauf. Haha. Man kommt hier nicht höher, aber wir brauchen den Schädel, um höher zu kommen. Denn nur mit den 5 Mambo-Schädeln können wir uns in eine Termite verwandeln, um höher zu kommen. Man muss aber reingehen. Ja, um überhaupt den Schädel zu bekommen, um sich verwandeln zu lassen. Ich hoffe, das liegt auf der Hand. Ganz einfach, mehr als 5 Schädel gibt es in der ersten Welt nicht. Und die brauchen wir alle. Um da hochzukommen. Hallo, Jinjo. Jo, die erste Welt ist an für sich echt klein. Kleiner als so ziemlich jede Welt von Mario 64 oder Donkey Kong 64. Donkey Kong 64 auch von Rare entwickelt. Klasse, ihr habt genug Knoten gesammelt, um den Zauber der ersten Tür zu preschen. Donkey Kong 64 auch von Rare entwickelt, da haben sie es ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Also noch größere Welten, noch mehr zu sammeln, etc. Da finde ich, das hat schon die richtige Balance. Balance. Der mit seinen Orangen müssen wir halt auf die Schalter und der muss auf die Schalter werfen. Das gibt ein Puzzleteil. Schlauer Bär findet Kongas Gold.
Und jetzt schnappen wir uns die Orange. Weil die will Chimby. Der Schimpanse von nebenan. Orangen sind lecker. Ein Sachse. Eine sächsische Orange. Chimby liebt Orangen. Chimby wird dicken Bär und lustigen Vogel helfen. Wie er das kann, dass dieser Baumstumpf einfach mal wächst, das ist immer noch ein Rätsel. Aber er kann's und deswegen Daumen hoch. Jetzt haben wir schon drei. Ach, erst drei. Okay. Und jetzt lernen wir den letzten Move in dieser Welt, nämlich die Eier zu benutzen. Es ist ja nur Zeit, dem Vögelchen zu zeigen, was man mit Eiern alles machen kann. Ich bin ganz Ohr, Erdwühler. Halte den rechten oder linken Schalter gedrückt und drücke dann Y, um ein Ei aus dem Mund zu schießen. Klingt super. War das alles? Sicher. Das finde ich blöd, dass er sicher sagt. Drücke stattdessen B und du kannst die Eier nach hinten schießen. Autsch, das hört sich schmerzhaft an. Hätte ich bloß nie gefragt. Kisui kann 100 Eier in ihren Rucksack tragen. Au, du kannst auch den linken Stick einsetzen, um zu zielen, während du geduckt bist. Aufregend, oder? Jetzt habt ihr gelernt, wie man Eier abschießt. Ich gebe euch noch 50 Eier, damit ihr ein bisschen üben könnt. In dieser Welt habt ihr alles gelernt, was es zu lernen gibt. auf die Dauer geht der die Stimme auf den Senkel. So, warum habe ich erst die Kopfgranate? Ups, wow, fail. Erst der Move mit der Kopfgranate, die ich überhaupt nicht gezeigt habe. Achtung. Moment. Bam, so sieht es aus. Eine Art Stampfattacke. Warum habe ich mir die zuerst geholt? Ganz einfach, weil wir dann wieder hier hätten zurückkehren müssen, denn wir müssen diesen Schalter hier einrammen. Der Hexenschalter, der das Puzzleteil in Grundhildas Reich erschafft. Also da sind wir ja reingegangen am Anfang des Parts. Da oben drauf ist das Puzzleteil. Wie kommen wir da dran? Tja, Banjo und Kazooie können da jedenfalls nicht dran. Wir wagen uns in den Kampf gegen Konga. Ihr sicherer Platz. Bär kann Konga nicht treffen. Sicher. Hupsa! Viele machen den Fehler, wir müssen ihn ja dreimal treffen, aber nicht direkt drei Eier, sondern wir müssen ihn auch mal... Oh, er hat mich getroffen. Wir müssen ihn halt auch, wie soll ich sagen, werfen lassen. Und nachdem er geworfen hat, können wir ihn erst wieder treffen. Also nicht direkt drei Eier abschießen, das ist nicht die Lösung. Ist eigentlich wahnsinnig. Na gut. Bamsi Konga, Konga, gib Preis am Bär. Den sehen wir auch in Banjo-Tooie wieder im Zelt. Ob ich das nochmal für TGN Let's Play, wird man sehen. Weil mein Let's Play zu Banjo-Tooie ist eigentlich noch recht gelungen und recht aktuell. Warum soll ich es reloaden? Aber das jetzt zu diskutieren ist zu müßig. Wir spielen erstmal das Spiel und vielleicht habt ihr nach dem Let's Play hier die Nase voll. Oder ihr wollt mehr und mehr. Man wird sehen. Jetzt kümmern wir uns noch ganz schnell um diese Hänge hier. Hier gibt es wieder Noten satt. Alle Noten, alle 100 Noten jeder Welt zu finden, keine leichte Aufgabe. Aber man muss dazu sagen, wenn man in der Nintendo 64-Version gestorben ist, muss man alle Noten wieder sammeln. Also bestenfalls hatte man 99 und man ist gestorben und dann musste man wieder alle sammeln, um die 100 Noten zu bekommen. Das war brutal. Genau das haben sie auch verändert in der Xbox-Version, denn die Noten bleiben gespeichert. Merkwürdigerweise werden aber die Puzzleteile, also die Aufgaben, die man dafür machen muss, die kann man wieder erledigen. Das ist crazy. Also entweder alles behalten oder alles neu. Ich finde sogar, man hätte das machen können, dass man entscheiden darf, ob man denn nun alles wieder neu machen will, die Welt. Also wenn man eine Welt betretet, fragen und auswählen. Oder ob man halt die eingesammelten. Oder so machen, erst wenn man komplett 100% hat von der Welt, dass man erst dann weiter kann, beziehungsweise nochmal alles neu machen kann. Vorher sollte man den Rest finden. Was diese Hütten angeht, das habe ich damals auch erklärt, aber haben wir ja nicht so viele gesehen, deswegen sage ich es nochmal. Ich habe damals immer mit einem Kumpel gewettet, wie soll das Ganze funktionieren? Also, was kommt als nächstes raus? Ich wusste das immer. Und die meisten denken ja, in einer Hütte ist etwas Bestimmtes drin, aber es geht um die Reihenfolge. Das heißt, die nächste Hütte hat auf jeden Fall einen Gegner, egal ob ich die hier nehme oder eine andere. Und jetzt als nächstes kommt ein Jinjo. Und da konnte ich wirklich, also wir haben so 1-Euro-Wetten gemacht. Oder eine Mark-Wetten war das noch. Bei 1998. Jinjo!
Wir haben alle 5 Gingos, dafür gibt's ein Puzzleteil. Tja, und ich weiß halt, ich kenne halt jeden Stein des Spiels auswendig. Jetzt gibt's halt ein Extra-Leben und zum Schluss ein Puzzle. Und wenn ich halt gesagt habe, weiß jetzt, dass ein Extra-Leben als nächstes kommt, dann ist der Kumpel direkt zur nächsten Hütte gegangen in der Annahme. Ja, jetzt trickst du dich aus. Nein, es kommt nicht drauf an, welche Hütte, sondern die Reihenfolge. Das hier ist so ein Honighäuschen. Haben wir vorhin gar nicht ausreden lassen. Hold up, lass mich um meine leckeren Honigwaben in Ruhe. Tut uns bislang nichts. Ein Punch und wir haben 3 Honigwaben, um die Energie wieder aufzufüllen. Später sind dann Bienen dabei, die uns verletzen, aber hier noch nicht. Völlig wehrlos. Und das ist Juju. Ich bin Juju, Mombos Totempfahl. Füttere mich doch mit diesen blauen Dingern. Anfangs wusste ich nicht, was er mit blauen Dingern meint. Er meint die Eier. Warum sind die auch blau? Man sollte hier immer langsam machen, denn man sollte nicht den letzten Totempfahl direkt mit abschießen, sondern den muss man sich warm halten, um an diese Honigwabe zu kommen. Und wie schon mal erwähnt, in jeder regulären Welt, das ist die erste reguläre Welt, gibt es 2 leere Honigwaben. Das war die erste. Okay. Sieht ganz gut aus. Puzzleteil Nummer 9 ist auch sehr leicht zu erreichen. Einfach ins Auge springen. Wer es kann, der kann auch nach oben springen. Es bringt einem jedoch nicht immer was. Und wir gehen den Schamanen mal besuchen. Er schläft noch. Am besten lassen wir ihn noch schlafen, oder? Naja, wir wollen ganz leise sein und ein ganzes Geld mopsen. Naja, Noten sind ja kein Geld. Merkwürdig. Dafür mopse ich deinen Eiervorrat. Achtung. Ich bin so. That's me. Und später gibt's auch das ein beliebtes Versteck für leere Honigwaben etc. Und da haben wir ihn aufgeweckt. Ich Mumbo, bester Schamane in ganz Spiel. Mumbo kann Bär und Komischvogel helfen. Vorsicht, du schräger Quacksalber! Böse Hexe hat versteckt Mumbos silberne Schädel. Findet Schädel und Mumbo euch viel gut helfen. Ah, Benjo hat viele Tokens. Stehe auf den Totenkopf und drücke in X, um mächtige Mumbo-Magie zu säen. Ja, wir haben alle Schädel, da rechts das Schild zeigt immer an, wie viele wir benötigen. Wir benötigen 5, wir haben 5. Welch ein Zufall! Wir drücken X und je nach Welt verwandeln wir uns in eine andere Gestalt. Hier ist es eine Termite. Mumbo machen kostenlos Rückverwandlung. Kommen wieder, wenn fertig. Ah, gut Zauber für erste Mal. Mumbo brauche noch etwas. Übung. Sache so lustig. Okay. Und ich habe schon mal erwähnt. Mit der Termitenfähigkeit oder als Termite können wir auch den Termitenbau erkunden. Und es gibt noch mehr Sachen, die wir besser als Termite lösen sollten. Zum Beispiel die Noten im Wasser. Die holen sich viele ganz gerne mit Banjo. Natürlich, schwimmen kann ich auch, aber wartet mal ab, mit Termite ist es halb so schlimm. Wo sind die coolen Shorts her? Die muss ich haben. So, ich konzentriere mich mal aufs Springen. So easy auch nicht. Aber mit genug Übung. Locker flockig. So. Nur noch 6 Noten fehlen. Ich kann die erste Welt natürlich viel schneller lösen. Ich habe früher es drauf angelegt, immer eine Rekordzeit aufzubauen, aber ich habe euch ja so viel erklärt und mir Zeit gelassen. Ich denke, das ist ein unterhaltsameres Let's Play, als wenn ich hier durchrushe. Denn es ist ja kein Speedrun. So, extra Leben für mich. Und oben gibt's das 10. der 10 Puzzleteile in dieser Welt. Mit triumphaler Musik. Ja, aber Puzzleteile sind halt nicht alles. Deswegen gehe ich jetzt hier. Hier gibt's nämlich die versteckte letzte Honigwabe. In einer Nische. Da kommt man auch mit Banjo dran, wenn man will und wenn man es versucht. Aber es ist bevorzugt, als Termite sich reinzuwagen. Und halt die Noten im Wasser, die kann man mit der Termite noch einfacher erreichen, finde ich. Also immer Geduld, was sowas angeht. Ich habe tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus! Ich würde klatschen, aber ich habe das Joypad in der Hand. Den Controller. Jetzt gehen wir nicht als Banjo raus, nicht Rückverwandlung, sondern wir verlassen die Welt als Termite. Da wird erstmal gequasselt. Nee. Also im Original schon, aber hier nicht. Merkwürdig. Und jetzt können wir hier hoch. Und das Puzzleteil in Grundhildesreich, was mit Mambus Mountain in Verbindung steckt, einsammeln.
Wir können uns natürlich nicht komplett frei bewegen, denn früher oder später werden wir uns zurückverwandeln müssen. Unfreiwillig. Mummo-Magie gleich am Ende. Bärtrainum oder Zauber kaputt? So meine ich das. Zauber alle, Banjo wieder Bär. Aber wir müssen öfters mal die Fähigkeiten auch im Grunde das Reich benutzen. Können natürlich nicht überall hin auf die späteren Fähigkeiten. Es würde einfach zu krass werden. Und jetzt durch die Huckepack-Fähigkeit können wir hier unbeschadet hoch. Warum es dann unrutschiger ist, ist mir nicht ganz logisch, weil... Naja gut, was soll's. Vergessen wir die Logik und lassen Bartelsen wieder ein bisschen schwätzen. Diese Tür hat Gruntilda mit einem Musikzauber versiegelt. Mach sie auf, Opa! Sei nicht so frech. Um die Türen zu öffnen, müsst ihr in den Welten die Musikknoten einsammeln. Wie viele brauchen wir? Die Zahl auf der Tür gibt die Stärke des Zaubers an. Um den Zauber zu brechen, müsst ihr mindestens so viele Noten sammeln, wie dort angezeigt wird. 50 brauchen wir, 100 haben wir. Ganz am Ende gibt es noch mehr Türen. Für immer mehr Noten. Willkommen im Yammertal. Jetzt beginnt die pure Qual. Ja, jetzt wird's ein bisschen nicht mehr so linear. Wollen wir uns mit Brentilda ein bisschen unterhalten? Hallo meine Helden. Ich bin Brentilda, Gruntildas jüngere Schwester. Ich möchte euch helfen. Es wird Zeit, dass man der alten Schachtel eine Lektion erteilt. Ich weiß alles über Gruntilda und werde euch bei jedem Treffen 3 ihrer miesen Geheimnisse verraten. Vergesst meine Hinweise bloß nicht, denn ihr werdet sie noch brauchen. Drücke X, wenn du sie hören willst. Jo, je Spielstand wird es ein unterschiedlicher Tipp. Denn am Ende gibt es ein Quiz, wo wir die Fragen beantworten müssen. Aber ich frag die meistens nicht. Einmal machen wir es. Gruntilda putzt ihre Zähne mit stinkendem Käse. Und das ist halt immer die Antwort. Und pro Spielstand ändert sich das Ganze. Sonst wüsste ich das auch auswendig. Aber jede drei Antwortmöglichkeiten verändert sich halt. Ihr Haar wäscht sie mit ranziger Milch. Ihre Kleidung holt sie sich aus dem Hexendiscounter. So viel dazu. Werde ich mir eh nicht merken. Ihr könnt's ja tun, ihr wisst es dann auch am Ende bestimmt. Euch wird schwindelig. Wollen wir noch die zweite Welt aktivieren? Ich denke mal schon, oder? Langer Part, aber was soll's. Bewege den Raschenstick nach unten, um Teile zu entfernen, die du bereits abgelegt hast. Sobald das Bild vollständig ist, bleiben alle Teile permanent an ihrer Position. Ja, aber es macht eigentlich wenig Sinn, Puzzleteile wieder rauszunehmen. Es sei denn, man hat ein Bild aktiviert und Puzzleteile reingelegt, bevor die Welt dran ist. Aber das kommt eigentlich so gut wie gar nicht vor. Man findet eigentlich schon recht normal die Welten in ihrer richtigen Reihenfolge. Ja, den Kessel unten tun wir auch noch aktivieren. Das sind so Warp-Kessel. Und weiter geht's dann im nächsten Part, würde ich sagen. Hallo. Der magische Kessel ist aktiviert. Finde 2 gleichfarbige Kessel, um eine Abkürzung zu schaffen. Dass wir nicht so viel laufen müssen. Hier hinten gibt es noch einen Schädel. Und ich würde sagen, weiter geht's dann im nächsten Part. Dann brechen wir auf in Richtung zweite Welt. Treasure Trove Cove. Da geht schon viel mehr der Punk ab. Und in diesem Sinne, mit diesem wunderbaren Porträt verabschiede ich mich. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Nicht vergessen. Also Leute, bis dann und ciao.